Da kommen wir auch nicht weiter. Ja, du greifst doch zum Wassertempel kommen. Ich habe keine Ausrüstung zum Anlegen. Außer diesen Quark. Nö. Okay, dann habe ich das angelegt. Ja, man kann ja auch irgendwie nicht. So. Ich bin falsch abgehoben. Es ging doch nirgendwo anders hin. Ich bin doch überall langgelaufen und so. Obwohl, man kann ja hier machen, aber da bin ich doch hergekommen, oder nicht? Aua! Fertig. Hab da das gesehen, dass ich ein Killer bin. Ich bin verwirrt. Da bin ich doch hergekommen. Ich verstehe jetzt gerade Baustelle. Unten lang irgendwo? Nö, auch nicht. Dann muss ich ja quasi da lang. Extreme Verwirrung. Toll, dass das für die Pflanzen verhaust, statt für das Vieh. Wirklich. Muss man mal so sagen. Aus dem eine Kiste. Das ist ja schon mal was. So. So. Jetzt sind da die Kiste, statt das Ding da zu töten. Ernsthaft? So. Okay, aber ich gehe jetzt die ganze Strecke und ich kann nirgendwo anders abbiegen. So, ich bin jetzt hier wieder in dem Dorf und kann hier nirgendwo anders hin. Siehst du? Ich komme da lang. Könnte eventuell hier unten raus, aber der lässt mich ja nicht. Do you have everything you need? Hast du alles, was du brauchst? Also, ja, habe ich. Mehr oder weniger. By order sag doch gleich, dass du mich you've been banished from Poto Village. Now be gone.
Auf Anordnung unseres Älteren wurdest du aus dem Dorf verbannt. Also verschwinde. Ja, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Nimm das. So, wir können jetzt theoretisch hier unten lang. Wir könnten da aber auch rechts abbiegen. Aua! Was bist denn du für ein komischer Vogel? Oh, jetzt bist du tot. Ah, du bist nicht tot. Du stehst ja auf. Hallo, ist ja frech. Pilze. Ein großer Pilz. Ein Herzpilz. Wir gehen auch in den Wald und sammeln Herzpilze. Ist der tot? Nee? Du bist immer hartnäckig. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber ich gehe einfach den Weg. Was ist das? Okay. Das sieht aus wie eine Kirche oder sowas. Oder bist du ein Wassertempel? Ich glaube nicht. Welcome to Knuckles. Do you need anything? Willkommen bei Rappi. Kannst du dir irgendwie Geld abknüpfen? Ich meine, kann Miauns irgendwas für dich tun? Oh, you're interested. What it be? Mama Miau, du zeigst ja Interesse. Was willst du denn? 3 GP. A good night's sleep would be perfect. Don't you agree? Okay. Danke, ich passe. Willst du dem Spiel speichern? Ja, bitte. Ja, bitte. Speichern ist immer gut. Sollte man zwischendurch tun. Okay, aber hier scheine ich irgendwie nicht so ganz richtig zu sein. Jedenfalls bin ich nicht im Wassertempel. Das heißt, bin ich irgendwo falsch abgebogen. Aber das macht nichts, weil wir gucken weiter. So, von unten sind wir gekommen. Au! Hör doch mal auf, ey. Da steht eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Hier steht auch eine Kiste. Kamen wir von hier oben? Nee, ne? Hallo? Andorra has sent us to fight Elene, the witch who lives in the haunted forest. Das Königreich hat uns entsandt, Aline zu bekämpfen. Die Hexe, die im Geisterwald lebt. Okay, ich habe jetzt keine Lust, irgendeine Hexe zu bekämpfen. Ich suche immer noch den Wassertempel. Ups. Wo bin ich? Kenne ich Misato? Misato ist die, die immer keine Ahnung von irgendwelchen Spiel hat. Okay, ich gehe da erstmal wieder raus. Also da gehen wir jetzt erstmal nicht rein. So, hier, kommen wir hier zum Wassertempel. Das ist der Wassertempel. Ich habe ihn gefunden. Ich habe die Schilder angeklickt, aber da tut sich nichts, Luke.
Weißt du? Gut. Da bist du ja. Komm, Ben, wir gehen direkt los. Wohin? Warum? Weshalb gehen wir da jetzt rein? Ich habe Angst. Du bist fremd. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit Fremden mitgehen. Wo ist er hin? Ah, okay. Okay. Kannst du auch mal... Uh-oh. Where's Luca? I guess I'll ask that girl over there. Wo ist denn Rosaka? Ich frage wohl besser mal das Mädchen da. Hey, where do I find Luca? Hey du, weißt du, wo Rosaika ist? Wo ich Rosaika finde? Mind your manners. Was ist das für ein Benehmen? It's nice to see you again, Sage Luca. Es ist schön, euch wiederzusehen, Lady Rosaika. You're very welcome. Na, ihr seid willkommen. Wait, you mean this little girl is 200 years old? Moment, soll das heißen, dieses kleine Mädchen ist über 200 Jahre alt? Hey, Größe ist nicht entscheidend. Oh, so you're the one who found the mana sword. Oh, du bist also derjenige, der das Mana-Schwert gefunden hat. Faszinierend. Okay. Hallo? Luca, okay. Monsters have started invading villages. This young boy just fought one himself. Lady Rosaika, Monster haben begonnen, die Dörfer anzugreifen. Das Dorf des Jungen ist bereits betroffen. You underestimate my intelligence. World news flows into the palace with the water's occurrence. Das Wasser trägt solche Neuigkeiten aus den fernsten Winkeln der Welt zu mir. Mana grows ever weaker. That could explain how this child is able to take the sword from its place of rest. Hallo Feuersaat, okay, dann werde ich das gleich nochmal probieren. Na naja, gut, ich habe den Tempel ja jetzt auch gefunden. Die Kraft des Mana wird immer schwächer. Womöglich ist das auch der Grund, warum dieser Junge das Mana-Schwert aus seiner Ruhestätte ziehen konnte. Nein, weil ich stark bin. Darum habe ich das da rausgekriegt. Mit dieser Tat hat er allerdings auch das Mana in dieser Gegend aus dem Gleichgewicht gebracht. Und so streifen nun wieder Monster durch Lande. Evil in the world is working to seal away the power of the Mana Sword forever. Das Böse in unserer Welt arbeitet unaufhörlich, um die Kraft des Mana-Schwerts für immer zu verbannen. By defeating monsters and obtaining their orbs, you can reforge and restore the sword's mana power. Indem du diese Monster bezwingen und die Kraft des Schwertes regenerieren kannst, du es verstärken und seine Mana-Kräfte wiederherstellen. Sieht so aus, als hätte sich das Schwert durch den Sieg über die Mantis-Ameise bereits ein wenig regeneriert. Es existieren noch weitere Orbs mit den Mana-Kräften für das Schwert. Du musst nur danach suchen. Aha. Will ich das? Will ich danach suchen? Da ist eine Nuss. Kann ich da hoch? Kann ich an die Nuss? Gemma, I want you to keep an eye on the Empire. It seeks the Man Fortress's power. Gemma, ich möchte, dass du ein Auge auf die Aktivitäten des Imperiums hast. Es ist die Macht der Mannerfestung, nach der sie streben. Fortress? The one that destroys the world in that fairy tale? Festung? So wie die aus dem Märchen, die die Welt zerstört? This is no fairy tale. We're talking about the real Mana Fortress and the Empire that wants its power. Das ist kein Märchen. Wir reden hier von echten Mana-Festungen und das Imperium möchte sich genau diese Macht aneignen. The Empire will try to break das Imperium schlägt zurück. In each palace. Das Imperium wird versuchen, die Siegel der Mana-Samen in all unseren Tempeln zu brechen. I've already caught some Empire spies snooping around my own palace. Ich habe hier in meinem Tempel bereits Spione des Imperiums entdeckt. There are strange reports coming in from Pandora. Could the Empire be involved? Wir erhalten merkwürdige Berichte aus Pandora, ob dahinter auch das Imperium steckt. I do not know. Gemma, you should request an audience with the King and tell him be wary of the Empire.
Ich weiß es nicht, Gemma. Du solltest deine Audienz beim König ersuchen und ihn vor den Machenschaften des Imperiums warnen. Understood. I'll leave now. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Head for the cave in Gaia's navel. There's a dwarf blacksmith that lives in the area. Ben, mach du dich zu Gaia's Nebel. Das ist der Name einer Hülle, in der ein Zwergschmied zu Hause ist. Dwarfs are known for their weapon-making skills. You should see if they can reforge the sword. Zwerge sind berühmt für ihre Waffenschmiede. Du solltest dir dein Schwert von ihm aufbessern lassen. As the sword becomes more powerful, your skills will improve, and you'll learn more abilities. Je mächtiger das Schwert wird, umso übter wirst du im Umgang damit und du wirst neue Fähigkeiten lernen. Okay. Kann ich jetzt da? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt hier raus? Muss ich jetzt? Ja. Okay, ich gehe. Tschüss, mal gut. Nee, kann ich nicht. Keine Treppe. What frightens you so? Ben, wovor fürchtest du dich so? You wield the legendary mana sword, but its power has faded. Now it's hardly better than a normal weapon. Du führst das legendäre Mana-Schwert, doch sein Licht ist verloschen. In diesem Zustand ist es kaum besser als eine ganz normale Waffe. It used the last of its power to choose a new master. Und die letzte ihm verbleibende Kraft dazu benutzt, einen neuen Meister zu erwählen. Warum? But why did it pick me? Aber warum hat's mich ausgewählt? I don't have that answer. But you drew the sword, and now it's your responsibility to restore its power. Darauf habe ich auch keine Antwort. Dennoch, du hast das Schwert herausgezogen. Es obliegt jetzt dir, seine Kraft wiederherzustellen. Okay. So, ja. Where do I fit in? Und was soll ich jetzt you tun? You must become a hero who is worthy of the sword. Du musst zu einem Helden werden, der dieses Schwertes würdig ist. Okay. Na gut. Komm, hold the sword up to the seed on the altar. Hier, halt das Schwert hoch direkt vor dem Samen auf dem Altar. Okay, jetzt kann ich da endlich hin. Okay, Wassermarsch, ich trinke. Ist das grell. Da kriegt man ja Platt auf den Augen. Was ist passiert? The seed and the sword have now synchronized with each other. Der Mannersamen und das Schwert sind für einen Augenblick verschmolzen. Now, no matter where you are in the world, this mana seed can grant power to your mana sword. Wo immer du dich auf dieser Welt befindest, verleiht dieser Mannersamen deinem Mannerschwert Kraft. You found one of the eight palaces. Now you must visit the others and obtain the powers of their seeds. Du hast hiermit einen der acht Tempel auf dieser Welt gefunden. Suche nun auch die anderen auf, um Kraft ihrer Mannersamen zu erlangen. I worry about you out in the world with only a rusted sword. Take this spear I imbued with holy water. Aber ich sorge mich, wenn du die Welt nur mit einem rostigen Schwert, sag ich doch, das ist rostig, in der Hand bereist. Nimm die Lanze. Ich habe sie mit Weihwasser gesegnet. Bronzlante erhalten. Use it along with mana sword, and it too will regain its true power. Benutze sie im Kampf ebenso wie das Mannesschwert und so wird auch ihre wahre Kraft wiedererlangt. I'll heal you. Would you like to save the game? Lass mich dich heilen. Würdest du gerne den Spielstand speichern? Natürlich würde ich das gern. So. First, take Gemma's advice and head to Gaia's navel. There you can find the underground palace. Folge nun bitte Gemma's Rat und begib dich zu Gaia's Nebel. Dort findest du auch den Tempel in den Tiefen. To reach Gaia's navel, head south through the kingdom of Pandora. Um zu Gaia's Nebel zu erlangen, durchquere das Königreich Pandora in der Richtung Süden. Okay. Wo auch immer Süden ist. Oh, ich habe die Treppe kaputt gemacht.
Okay, also ich stelle mich jetzt davor. Achso, Wassertempel? Okay. Aber der sagt mir nur die eine Richtung. Das sind ja zwei Pfeile, ne? Naja, okay. Gehen wir jetzt erstmal hier. Kann ich jetzt irgendwie... Ja, ich nehme jetzt die Lanze, ne? Mal gucken, wie die so ist. Ich hab... Oh, die ist so gut. Ein Schlag. Okay, die macht aber 16 Schaden. Das finde ich nicht toll. Ich will das Schwert wieder. Die macht wenigstens schon 20. 21 sogar. Okay, da sind Schilder. Willkommen, Murphy. Ja gut, da waren wir schon. Letzte. Gefahr, Goblin-Gebiet. Okay. Pilz. Nochmal Pilz. Noch Pilz. Und nochmal Pilz. Heute gibt's Pilzpfanne. So, ich häng hier am Stein fest. Kritisch getroffen. Wassertempel, Königreich Pandora. Ach, guck mal, wenn man da gucken kann, dann weiß man auch, wo es hingeht. Das ist ja völlig verrückt. Autschi! Jetzt gut jetzt. Oh. Ben ist bewusstlos. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann dich mal wieder. Danke. Das fällt ja echt gut an hier für mich. Stech doch einfach immer in die Gegend, wo keiner ist. Da steht ein süßes Entchen. Vielleicht gleich mal ansprechen. Jedenfalls sieht es aus wie ein Entchen. Hallo. Ach so, das kickt mich da hoch. Okay. Aber wollte ich da jetzt... Na toll, da bin ich doch hergekommen. Also es ist quasi eine Abkürzung. Okay. Da ist noch Pilz. Ey! Lass ihn da. Okay. Nicht hier deine Pitchsporen verteilen, bitte. Das ist nicht okay. So, bin ich noch richtig? Königreich Pandora. Ja. Bin ich. Hallo. So, und jetzt muss ich von hier aus irgendwie zu dem Nebel. Alter, das ist ja riesig hier. Oh.
Okay. Komm ich hier jetzt in die Richtung? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Hallo Ursel. Ups, jetzt bin ich hier rausgegangen. Ich glaube aber auch nicht, dass das hier dieser Nebel ist. Ich glaube, da bin ich nicht richtig. Sieht hier eher aus so ein Tempel, ne? Oh, die hätte gesagt, ich soll irgendeinen Tempel suchen. Okay, aber die lassen mich nicht rein. Okay, die sagen immer nur Punkt, Punkt, Punkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die sind ja echt mega gesprächig. So, ja, ich muss jetzt den Gaia-Nebel suchen. Auf alle Fälle. Ne, da bin ich reingekommen. Da muss ich auf alle Fälle nicht hin. Vielleicht hier so? Ne, da bin ich reingekommen. Oh, ich bin total verwirrt jetzt. Ja, wo muss ich denn hin? Okay, das sieht jetzt auch nicht irgendwie aus wie Gaias Nebel. Das sieht eher aus wie eine Burg. So, verstehst du? Okay. Hallo, komm ich hier zu dem Nebel? Bin ich hier richtig? Oder nicht? Ich glaube, ich bin total falsch, aber wir gucken uns das jetzt trotzdem an. My dad is infuriating! I'm in charge of my life, not him! Papa macht mich so wütend. Über mein Leben bestimme ich immer noch. Aus dem Weg. Alter, die hat mir für eine geklatscht. Was ist das für eine, Alter? Was für eine Zicke. We're here. Okay. I suppose you've seen the state of the townspeople, yes? Ben, da bist du ja. Ich nehme an, du hast gesehen, in welchem Zustand die Stadtbewohner sind. Witch Elena appears to be draining people's life energy for some unknown purpose. Wie es scheint, entzieht die Hexe Elini den Menschen ihre Lebensenergie. Warum kann Once ich nicht sagen? Once their energy spent, the people seem to congregate near the ruins in the southern part of town. Sobald von ihrer Lebensenergie nichts übrig ist, strömen sie zu den Ruinen im Süden der Stadt. I'm heading there now to assist the situation. Ich werde mir jetzt vor Ort ein genaueres you Bild davon go to Gaia's Nebel as fast as possible. Du solltest dich so schnell wie möglich zu Gaias Nebel begeben. Ja, ich suche den noch. Sorry. Ich habe mich verlaufen. Dann könnt ihr auch einfach mal auf der Karte schreiben, hier ist Gaias Nebel. Na, aber nö, ist nicht. Hallo? Also, da war das. Wir haben zwar hier die Karte, aber da sieht man immer nichts drauf. Das ist ja nur was speziell scharf. Soll ich da mal rein, wenn die so giftig auf ihrem Vater ist? Okay, ist gar keiner drin. Wen hat die rumgezickt? Gar keiner drin ist.